Hallo Leute, willkommen bei Might and Magic 6, ein RPG aus alter Schule. Okay, bei Dark Souls 2, ich bin hier, um mich diesen Camp in Zeldora anzunehmen, aber nicht alleine. Es wäre kein Co-op-Run, wenn ich nicht meine ganze Gefolgschaft hier im Chat mit dabei habe, plus die Leute, die hier mit aktiv helfen. Nicht IQ, außerdem der Devil Reacher und Leng Guk. Wer auch immer das alles sein soll, es sind alles Menschen, die mir helfen wollen. Aber sie dürfen eins nicht vergessen. Ich bin der Macker, Leute. Und weil ich der Macker bin, müssen sie auf mich hören. Diese scheiß Pose. Hey, Leute, ich bin der Macker. Ich hoffe, damit könnt ihr umgehen, ne? Seid ihr auch die Macker? Bist du der Macker selber, Reacher? Bist du der Macker, hä? Bist du der Macker? Okay, alles klar. Schön, dass du geredet hast. Wer ist das überhaupt? Wer bist du? Warum bist du so, wie du aussiehst? Was hast du? Wieso hast du Zeit? Da ist Leng Guk, das ist... Und ey, schon auf plus 5. Das ist das Schwarzstahl-Katana, das die Lieferung ich schon sehnsüchtig erwartet habe. Das ich noch nicht tragen kann, weil ich erst 25 haben muss. Das heißt, die werden es später tragen und werden es dann in Betracht ziehen, das dann zu nutzen. Wie viele Attributpunkte fehlen mir denn? Oh, einer fehlt mir. Verdammt. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir legen los, wandern uns jetzt durch das Gebiet durch. Ich freue mich, dass ihr heute wieder einschaltet. Wir haben einen sehr, sehr schönen Tag momentan. Eine sehr, sehr schöne Wohlfühlphase und viele verrückte Leute, die mir helfen, diese geilen Leute zu besiegen. Lass uns doch mal gucken, wie dieser Kampf hier ausgeht. Der Wurfschütze kämpft gegen Leng Guk. Leng Guk wehrt sich. Hayakio kämpft gegen viele Wildschweine, die sich zu wehren versuchen. Aber niemand hat damit gerechnet, dass irgendwann ich komme und sie von hinten zu besiegen. Haya! Tja, Leute, wer hat damit gerechnet, dass ich mich mit so vielen Leuten an die voll das Massaker hier gerade. Was ist denn hier los? Oh shit. Alter, was geht denn hier ab, ey? Das ist doch mal gut, was? Würde ich mal sagen. Okay. Das war doch gar nicht so schlecht, ey. Das war doch gar nicht so schlecht. Leng Guk versucht sich mit dem Bogenschütze oben anzulegen, haut ihn erst noch runter. Kennt er auch keine Gnade. Aber manchmal müssen die Gegner ihren Gnadenschuss kriegen, den sie sich verdienen. Na, mach den Scheiß hier kaputt. Ja, alle runterhauen. Okay, was wir hier finden? Blutungsheile. Nicht super. Oh, das ist ein Bauer. Der Bauer muss jetzt mal der Heier machen. Oh, armer Bauer. Der tut mir echt leid. Feuer des Todes. Vernichtet ihn. Okay, alles klar, ist tot. Haha, super geiler Kämpfer hat wieder zugeschlagen. Okay, gut, was hat er mit dabei? Seele eines namenlosen Soldaten. Großer Seele eines stolzen Ritters. Seele eines namenlosen Soldaten. So wie eine Seele eines namenlosen Soldaten. Eine kleine Gruppe von Leuten, die also mal schnell umgehackselt wurden. Und Leng Guk. Natürlich auch mit dabei, der mich nicht sprengen wird, weil das ist der liebe Ewig-X, das weiß ich. Weil niemand anders könnte mir dieses Schwarzstahl-Katana überreichen. Wenn nicht er. Das macht mich sehr glücklich. Okay. Aber die größte Zerstörung habe ich jetzt kein Netz. Oh shit. Oh shit. Was war mit Leng Guk ist gestorben. Wie konnte das passieren? Wieso Leng Guk? Warum stirbst du? Der Reacher lebt doch. Und Hayan Kyo auch. Aber wir haben Bauernkleidung bekommen. Also ich finde, das macht alles wieder wett. Also gar kein Problem, würde ich mal sagen. Oh Gott, die verrückten Bauern kommen und sie wollen sich mit uns anlegen. Hua! Aber ich habe Flammen auf meiner Seite, die uns hier beschützen werden. Weil diese Gegner sind gar nicht so stark, wie sie tun. Oh, da haben wir ihnen aber mal ein bisschen gegeben, wa? Und jetzt kriegen sie alle ein bisschen was. Oh shit. Oh shit. Halt auf damit. Dankeschön. Können wir ja weiterklettern. Mal gucken, was da oben noch so los ist. Ja, aber Richard, ich glaube, Leng Guk ist leider gestorben, ja. Ich gleich für. Wer ist jetzt abgehauen? Wer haut ab? Seele des tapferen Kriegers, irgendjemand. Oder hat sich jemand geheilt? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwas Komisches geht da unten vor sich. Und hier sind auch sehr, sehr komische Minen. Wenn ihr mich fragt, erinnert mich an einen anderen Abschnitt aus Dark Souls 1. Wenn man sich das mal hier so ansieht, ist das natürlich alles ein bisschen merkwürdig. Was ist das für ein Ort und warum sind hier so viele Kristalle? Und werden wir jeweils da unten lang gehen? Fragen über Fragen. Eines Tages werden wir sie beantwortet kriegen. Aber jetzt noch nicht. Erstmal grabben wir ein Stone. Auch wenn es voll unnötig ist, weil wir noch Flakone haben, aber ich bin damit immer so knausrig. Es ist witzig, mit etwas knausrig zu sein, wenn man nicht gleich knausrig sein muss. Und es lassen sich beschwören. Leng Guk könnt ihr beschwören, oder? Phoenix erfahr. Phoenix, der liebe Phoenix hatte noch gar keine wirkliche Chance gehabt, sich mal zu zeigen. Also nehmen wir einmal ihn mit. Warum auch nicht. Und schauen uns das mal an, wie es hier weitergeht. Tja, meine Kameradschaft denkt sich, wir sind die Macke, aber in Wirklichkeit
bin ich der Macker. Und das wissen sie auch eigentlich, dass ich der einzig wahre Macker hier bin. Also warten wir auf den lieben Felix. Ghost Seven, falsches Timing, was soll Reacher, Reacher, oh mein Gott. Naja, wer ist denn eigentlich der Devil Reacher? Ist das Alex? Ich weiß, nee, Alex schreibt die ganze Zeit, das kann gar nicht sein. Oder ist das doch? Man schreibt zwischendurch einfach. Eine gute Frage eigentlich, aber ich habe darauf keine Antwort. Hier sind übrigens einfach Spinnen einfach zufällig verteilt, die man in die Luft jagen kann, wenn man Bock zu hat. Macht ganz schön viel Spaß. Warum auch nicht? Macht mir ein bisschen tot. Ist eine lustige Angelegenheit. Kann man so hinnehmen. Ghost Phantom zeigt sich hier gerade im Chat. Sollten wir uns Gedanken machen? Manche würden sagen ja, andere würden sagen nein. Und diese Kiste hier, die hier liegt, die solltet ihr nicht anfassen, weil die ist ziemlich gefährlich. Also sagen wir es lieber bei der Kiste, nein, 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 nein. Weil das ist eine sehr böse Kiste, die da ist. Deshalb machen wir sie nicht auf. Okay, das wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Macht diese Kiste niemals auf, weil dort kommen dann nur ganz viele Spinnies, die euch töten wollen. Aber hier ist eine Geheimtür. Die solltet ihr gehen. Und deshalb bin ich auch der Leute Macker, weil ich weiß sowas, Leute. Das ist meine Tür, denn ich bin der Macker. Ja, Heinke hat's verstanden. Der Macker ist hier. So, gehen wir mal gucken, was hier noch ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist hier nicht ganz sicher eigentlich, weil da oben, da hängt nämlich schon wieder eine Spinne. Ob die was macht oder nicht, bleibt euch überlassen. Ich werf sie mal ab. Ich werf sie mal ab. So viel dazu. Ich bin der Macker, du blöde Spinne. Ich brauch dich gar nicht treffen, weil ich bin der Macker. Schön, dass die Spinne keinen Bock hat, mich anzugreifen. Brauchst du auch gar nicht, weil ich bin der Macker. Hier gibt's Priesterinnen, Bedeckungen. Aber so. Achso, schon mal an. Der Reacher hat mal gesagt, wer er ist. Okay, leider habe ich es auch vergessen. Der Reacher ist richtig, also ich meine. Wer ist der Reacher? Was zur Hölle? Der Macker-Macker sind die wahren Macker, ja, das stimmt. Es gibt jetzt auch eine Macker-Gang auf Steam, die von Alexis eröffnet wurde. Aber jetzt kommt erst mal ein Bossfight. Herumstreifender Markus, so wie die Versammlung, wartet auf uns, dass sie sich vernichten. Muss es nicht unbedingt gleich sofort sein, aber ich denke, in unserem Fall geht das klar. Tja, was sie hier machen, gute Frage. Den Markus besiegen kann man ja mal so in die Wege leiten, warum auch nicht. Einer ist tot, ich trinke mal eine Kleinigkeit, bevor ich hier sterbe, weil das ist gar keine schlechte Idee. Bevor er hier mal alle lochheilt, sollten wir sie lieber töten. Ja, das ist eine ganz schöne Metzelei, gebe ich zu. Das ist ja auch nicht gerade ganz sicher hier, aber manchmal musst du auch Untote umbringen in so einem Krieg. Das bleibt leider nicht aus. Hör auf herumzukrabbeln und stirb. Dankeschön, ich bin der Macker, du blödes Ding. Und das solltet ihr alle wissen. Felix, der Varita und Pepe. Ich bin der Macker, Leute, denn wir haben das mal wieder geschafft. Braucht ihr noch mehr Beweise für den Mackerismus? Hör auf zu schießen! Felix wollte gerade noch irgendwas losfeuern, er hat es leider nicht geschafft. Na gut, ist dann halt so. Wir sollten die restliche Kirche auch noch auseinandernehmen. Weil wer weiß, vielleicht sammeln sich noch neue Leute und das wollen wir ja nun wirklich nicht zulassen, dass sie wieder diesen Bahn verfallen. Hier ist übrigens ein Geheimnis zu beiden Seiten hin. Einmal hier, ein paar giftige Töpfe. Ich weiß nicht, ob sie giftig waren. Anscheinend nicht. Hier ist ein gewurzelten roten Augapfel. Das ist aber nicht alles. Soll natürlich nur als ein kleiner Hinweis dienen auf das, was hier oben auf uns wartet. Schauen wir doch mal nach, was hier ist. Übrigens, Spinnen sind was total Normales. Die sollten wir am besten gleich beachten. Hier liegen Asketenleuchtfeuer. Asketenleuchtfeuer dienen dazu, um bestimmte Gebiete ins New Game Plus zu bringen und darüber hinauf, je nachdem, wie oft ihr es neu entzündet, an einen Leuchtfeuer des Gebietes. Wenn ein kleines Parma, schwindende Seelen und eine Spinne, die uns nichts tut, wenn wir uns einfach nur den Scheiß hier wegnehmen. Die machen hier gar nichts, die sind alle sehr harmlos. Schwindende Seele und natürlich hier wahrscheinlich auch noch eine schwindende Seele. Sind nicht viel Seelen wert, aber immerhin. Something seems to be bothering you. Yes, yes, I can tell. It is written upon your face. You have doubts about something you did. I am Cromwell. Der Panzer aus Company of Heroes. Anguish, disillusion, bewilderment. What wonderful gifts they are. Together, they are the essence of life. Don't you agree? But now, you're lost, bewildered by your own actions. You poor little thing. Yes, yes, how tiny and frail are we. But if your heart is yet sincere, your sins will be forgiven. Ich hab ganz schlechtes Gefühl. Demonstrate your sincerity to me.
whenever you are ready. Ich bin leider noch nicht ready, aber ich weiß, wer hier gerade gekommen ist, um mich zu töten. Lass mich in Ruhe! Ghostwriter, lass mich! Oh shit! Nein! Okay, wir müssen jetzt ganz schnell Ghostwriter bekommen, das ist gerade die wichtigste Mission von allen. Oh shit! Nein, ich verzichte! Ich verzichte ganz doll! Okay, ich muss hier ganz schnell weg. Okay, ich rufe mal jemanden. Ah! Ich hab schon jemanden gerufen. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Okay, nö, ich hau mal ab hier. Oh shit. Oh shit. Ich muss mehr trinken. Ich muss mehr trinken. Nö, ich hau ab. Nö. Oh shit. Das ist hol mir Ghostwriter von Hals. Scheiße. Nein, 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 nein. Okay, ich muss was trinken. Das ist sehr wichtig. Okay. Und auch mehr Grabschen. Das ist sehr wichtig. Oh shit. Wieso kann der mich treffen, wo ich gar nicht bin? Wieso kann der mich treffen, wo ich gar nicht bin? Okay. Jetzt müssen wir ihn nur klopfen den Arsch. Okay. Oh fuck! Tötet ihn! Tötet ihn! Nein! Was? Ich hasse dich! Ich hasse dich, Ghostwriter! Oh, ich hab ein Menschenbild bekommen, danke! Nein! Oh Gott. Immerhin blieb es bei einem 1:1 und jetzt muss ich meinen Weg alleine zurückfinden. Oh shit. Oh Gott. Gott, war das furchtbar. Okay. Oh Gott. Das war eine nicht so schöne Begegnung. Wir werden einfach weiter wandern. Ich muss mich erstmal wieder menschlich machen. Weil sonst sehe ich euch gar nicht. Egal. So ist es manchmal im Leben. Manchmal kommt einfach Ghost Venom und bringt einen um. So war es schon immer. Also macht euch da nichts raus. Oh, da kommt übrigens ein Stein auf uns zugefallen. Da müsst ihr aufpassen. So, da weicht man einmal kurz aus. Einmal ganz taktisch, didaktisch. Und läuft einfach weiter. Oh shit. Einmal zurück hier. Oh, ich kann einfach vorbeilaufen. Oh, dann sind wir auch gleich schon wieder da. Also, okay. Er ist etwas stark. Ach, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht, Ghost Shadow, dass dein Charakter etwas stark ist. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Machen wir den Scheiß hier mal wieder auf. Und dann sind wir auch gleich schon wieder da. An den Ort, wo wir sein sollten. Und, tja. Das war das, was früher oder später passieren musste. Er würde vor früher oder später kommen und Zeit suchen. Lenguk kommt zu meiner Hilfe. Ohne meine Verbündeten bin ich halt nichts. Derber Reacher will mir jetzt auch wieder helfen. Sehr nett von dir, Derber Reacher. Und HNQ auch. Hier zünde einmal das Leuchtfeuer noch, damit wir einen neuen Teleporter haben. Da machen wir weiter. Aber ich will eigentlich das Schwarzstahl-Katana ja eigentlich benutzen, ne? Also eigentlich brauche ich euch ja gar nicht hier. Was mache ich denn? Wieso willst du mich töten eigentlich? Egal. Na, du blöder Penner? Ja, mach ruhig weiter so. Weißt du, okay. Wo ist er? Wo ist er, du? Du blöder Typ, du, weißt du? Du gehst in deine Heimat zurück. Lässt dich in Ruhe. Tschüss. So. Naja, was auch immer. Ich würde sagen, ich hau den mal hier kaputt. Und dann ist doch alles okay. Ey, wieso geht ihr da jetzt alle zurück? Verdammt, ey. Jetzt habe ich sie alle zurückgeschickt. Sind sie jetzt alle weggegangen? Ja, ich... Ich bin der Macker, der alleine gelassen wurde. Scheiße. Okay. Naja, da kann ich jetzt auch einmal Agilitätsskillen gehen. Da haben sie auch schon recht. Ich wollte sie nur nicht zwingen zu irgendwas, aber das Katana, das will ich jetzt natürlich auch jetzt benutzen. Es hat eine sehr wichtige Bedeutung und soll den auch nicht in Vergessenheit geraten. Bearer of the Curse. Das werde ich tun, Alex. Das werde ich tun. Ja, ich muss jetzt erstmal mich aufwerten. Ich muss den Shit hier benutzen können. So, machen wir das einfach so. Haben sogar 26. Yeah.
Einfach mich betrügen, einfach. Ja, woher das wohl kommt? Woher das wohl kommt, Ghost Adam? Ich habe keine Ahnung. In unserem super Ruckelungsfight konnten wir uns aber auch nichts beweisen. Tja, kann ich das vielleicht noch weiter verbessern? Das ist hier irgendwie. Habe ich dazu die Mittel, sage ich mal. Aber es scheint nicht so, sonst würde es mir ja angezeigt werden. Na egal. Würde ich sagen, benutze es doch erst auf jeden Moment. Aber ist hier ein. Hier ist ein Tod. Hier ist ein Blutdingens. Lass ich aber jetzt mal sehen, was denn hier passiert mit dem. Ja, und jetzt? Stirbt er einfach, oder? Okay. Das ist natürlich heftig. Das ist natürlich heftig. Okay. Schwarzstahl-Katana, soll losgehen. Hat, eine nicht ganz so starke Wertung wie jetzt, Dingens. Scheint zumindest so. Warum denn eigentlich? Wahrscheinlich, weil es schneller schlägt, ne? Wahrscheinlich, weil es schneller schlägt. Aber es wird seine Gründe haben. Ein Schwarzstahl-Katana zu unserer Rechten und wie versprochen, dann auch jetzt ohne Schild. Da werden wir jetzt damit alleine rumlaufen. Das ist so, wie es sein soll. Ich kann nochmal ein paar Seelen verwenden und mich noch ein bisschen weiter höher leveln. Das kann nicht schaden. Also, grapsche ich einfach mal alle Seelen und dann gehe ich gleich wieder. So, ich habe alle meine Seelen verbraucht. Und werde die jetzt nochmal kurz hier ausgeben. Zum Ende dieses Parts. Und dann werden wir uns nächsten Part wiedersehen. Bei unserer nächsten Mission erstmal ein bisschen was auf Geschicklichkeit geben, ein bisschen noch auf Gesundheit, ein bisschen was auf Anpassen und ein bisschen was auf, ja, sehen wir noch ein bisschen was auf Kondition. Ja, nee, nicht unbedingt. Nehmen wir noch mal ein bisschen was auf. Ja, auf Intelligenz auch mal nicht. Okay. Ein bisschen was drauf geben. Und dann haben wir uns erstmal wieder gestärkt für die nächsten tollen Abenteuer. Sie sind voll bereit. Ich habe jetzt eine gute Skalierung auf den Katana. Das skaliert sehr, sehr stark. Ihr seht, jetzt machen wir auch schon 241 Schaden mache ich damit jetzt. Das ist natürlich eine super Sache. 142 plus die super Skalierung ist natürlich sehr mächtig. Und von daher sehr gerne gesehen. Also, im nächsten Part machen wir da weiter. Wir sind der coole Krieger und nicht vergessen... Ich bin der Macker, Leute. Und dagegen könnt ihr nichts mal bei Super Mario Maker was gegen machen, denn da bin ich Super Mario Macker.